Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Guild Wars 2, die Story, hier zur Zusammenkunft, die wir jetzt endlich zustande gebracht haben, mit den ganzen Völkern, mit den ganzen Anführer der Völker. Ja, wir sehen hier die Norn, die Asura, die Char. Die Char sind hier, Entschuldigung, Imperator, und die Menschen sind auch da. Eine wirklich sehr hochrangige Vertretung, die uns da geschickt wurde. Und ja, wir müssen jetzt der Reihe nach diese ganzen Volksanführer überzeugen, gegen Mordremor zu ziehen. Bisher ist uns das bei allen gelungen, nur noch die Königin Chenna muss überzeugt werden, dass wir dringend Unterstützung brauchen bei Mordremor und dass andere Gefahren nun mal erstmal zurückgestellt werden müssen, weil es einfach nicht anders geht. Also machen wir gleich mal weiter, hören uns an, was die Königin noch zu sagen hat und versuchen mal, ihre Bedenken zu zerstreuen. Wir sind stark und mutig, aber wir sind nur wenige. Lange waren wir im Krieg. Zentauren lauern vor unserer Türe. Es vergeht keine Woche, in der ich nicht einen Brief mit Beileidsbekundungen an Familien sende, die ihre Geliebten verloren haben. Ja, das mag sich alles sehr tragisch und traurig anhören, aber das haben die anderen Völker auch durchgemacht. Das hat jeder, der im Krieg gegen Saitan gekämpft hat, ebenfalls durchgemacht. Es muss eben einfach sein, wir können diese Gefahr nicht ignorieren. Eure Situation unterscheidet sich nicht allzu sehr von denen der anderen. Genau, das ist ja der Punkt. Das mag wahr sein. Wir alle haben die Verantwortung, unser Volk zu beschützen und für sein Wohl Sorge zu tragen. Doch ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich nicht so recht ans Gelingen glaube. Was ist es, was ihr vor uns verlangt? Wie, sie glaubt nicht daran, dass Mordremor besiegt werden kann? Naja, das stimmt mich jetzt doch ein wenig wunderlich. Alles, was ich wünsche, ist, dass ihr miteinander redet. Ja, das mehr braucht es ja vorerst nicht. Reden? Was soll uns das nützen? Mit den Char ist es schon fast unmöglich, einen Waffenstillstand auszuhandeln. Und ihr wollt, dass wir unser aller Kräfte gegen die Drachen bündeln? Ja, das ist die einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen. Ein gemeinsamer Feind ist eine gute Gelegenheit, die Beziehungen mit den Char zu festigen. Ja, ihr steht ja hier zumindest schon mal nebeneinander. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Argument. Trotzdem kann ich heute noch nicht versprechen, dass wir mit euch in die Schlacht ziehen werden. Ah, dass es ausgerechnet die Menschen und Königin Chenna sind, die da so dagegen sprechen, hatte ich jetzt nicht erwartet. Na gut, wenn ihr euch den Debatten anschließt, werdet ihr den besten Weg, wie ihr euch einbringen könnt, schon erkennen. Ja gut, stimmt schon, ist natürlich nicht nur Truppen, die nötig sind, sondern auch Materialien, allgemein Sachen, die den Kampf unterstützen, wie Waffen zum Beispiel oder eben Kriegsgeräte. Ich habe Strategien und Forscher, die wir nicht zur Bekämpfung der Zentauren benötigen. Aus ihnen kann ich eine Gruppe zusammenstellen und herausfinden lassen, wie man am besten gegen Mordremor vorgeht. Na gut, da wird, denke ich, mein Orden schon einiges dafür getan haben, die Abtei d'Aumont. Aber gut, das kann sicher auch nützlich sein. Die ganze Welt schwebt in größter Gefahr. Wir alle müssen unseren Teil beitragen. Ja, so sieht's mal aus. Ja, ich denke, ich verstehe. Ihr habt mir die Augen über die Tragweite und das Ausmaß dieser Bedrohung geöffnet. Das ging jetzt aber schnell. Hat sich das ziemlich abrupt geändert. Na gut, vielleicht hat sie sich auch von den anderen Mitgliedern etwas beeindrucken lassen. Von den anderen Anführern der Völker, meine ich jetzt. Es ist nicht irgendein anderes Reich, das in Gefahr ist. All unsere Reiche sind bedroht. Alle Völker sind betroffen. Na also, ist das hoffentlich allen mal klar. Magie ist das Blut Tyrias. Ohne Magie unvorstellbar. Ich werde ausloten, wie mein Volk dieses Unterfangen unterstützen könnte. Ihr habt mein Wort. Ach, das ist doch super. Eine Königin, ein Wort. Und ich habe auch nicht alle Antworten. Aber wir werden die schon finden, wenn wir zusammenarbeiten. Darum geht es ja jetzt erstmal. Diese neue Gefahr ab. Das Ende von Tyria ist das Ende von Götterfels. Ihr alle lasst mich hoffen für Tyria. Ein wenig zumindest, ja. Oh, was? Was ist los? Wir werden angegriffen. Von was? Oh nein, sie haben uns aufgespürt. Und das im Hain. Das gibt's doch nicht. Na klasse, jetzt natürlich alle Anführer hier. Oh je, oh je.
schon dabei. Na gut. Ja los, hol die Anführer hier raus. Das ist wichtig, ansonsten haben wir ein Riesenproblem, wenn die jetzt alle draufgehen. Dann wird es nichts mit deinem Pakt zwischen den Völkern. Und wir müssen so lange die Mordrem hier abwehren. Oh, das ist natürlich richtig fies, das ist jetzt richtig gemein. Aber natürlich auch taktisch sehr klug von Mordremort, hier jetzt bei diesem Treffen zuzuschlagen. Dann könnte er somit eine Menge Fliegen mit einer Klappe erledigen. Aber warte nur, da werden wir schon was gegen unternehmen. Da muss er schon einige schicken, damit er uns hier besiegen kann. Zumal wir hier eine Menge NPC-Unterstützung haben. So, die Anführer scheinen sich auch in verschiedenste Ecken versteckt zu haben, verdrückt. Wir müssen also darauf aufpassen, dass keiner von ihnen vergessen wird. Ja, es sieht hier gut aus. Die normalen Gegner sind relativ einfach zu bezwingen. Und die Leibwachen der verschiedenen Anführer helfen natürlich auch gleich mit, die Mordrem zu besiegen. So, da hinten ist noch ein Anführer. Schnell, schnell, schnell. Bevor der Schild nachlässt. Sehr schön. Chenna ist auch in Sicherheit. Wer ist da hinten noch? Ah, es sind, glaube ich, die Norn. Der Anführer der Norn, der hier tapfer kämpft. Die haben ihre Mordrem schon beinahe selber besiegt. Ein wirklich tapferes Volk von Jägern. Aber Brayhem war auch dabei. Sehr schön. Was ist denn, Mutter? Ich muss euch allein. Oh nein, es geht hier nicht gut. Was ist denn los? Was ist passiert? Tretet näher. Ja, ja, jetzt kann ich eure Präsenz deutlich spüren. Ich bin geschwächt. Ja, ich merk's. Das ist jetzt überhaupt nicht schön. Seid ihr in Ordnung? Was ist euch widerfahren? Viele halte ich nicht aus. Dieser Angriff war heftig. Diese Mordrem haben an meinen Wurzeln gezerrt und meine Äste zerschmettert. Aber seid gewarnt, da ist noch ein weiterer. Wie ein weiterer? Ein weiterer Mordrem? Ja, einer der gefährlichsten seiner Art. Oh Mann, es wurde direkt von Mordremort gesandt. Ihr kennt ihn aus dem Traum. Er kommt näher, falls ich sterbe. Aus meinem Traum? Das war ein Drache. Heute werdet ihr nicht sterben, Mutter. Wo ist er? Sprecht! Na, ich werde sie verteidigen bis zu meinem Tod, auf jeden Fall. Hört hin, ihr werdet sein Näherkommen hören. Ich werde mich ihm in den Weg stellen. Auf jeden Fall. Wir beschützen unsere Mutter hier. Das ist ja wohl klar. Aber ich kann nicht sehen. Oh, oh, ich fürchte, wir werden gleich was sehen. Wo ist es? Ist das Ungeheuer? Oh Gott, das hört sich an. Da haben wir es. Du meine Güte, was ist das für ein Vieh? Ich weiß nicht. Oh, na klasse, das Portal ist auch weg. Ei, verdammt. Und was soll ich jetzt angreifen? Ich kann das Vieh ja nicht mal angreifen. Ja, ja, versuche ich doch. Scheinbar bin wirklich nur noch ich hier. Alle anderen sind schon geflohen. Das ist zum einen gut, da sind sie nicht mehr in Gefahr. Zum anderen ist es natürlich für mich ein wenig schwer. Jetzt muss ich alles alleine machen. Aber ich darf meine Mutter auch nicht zurücklassen. Ich muss sie beschützen. Ich bin die Einzige, die das noch vermag. Oh, diese ganzen Schadensfelder, die da rausgespien werden. Ist natürlich übel, aber ich muss wohl erst die Ranken besiegen, bevor ich an den Drachen ran kann. Oh, oh. Das wird noch knapp hier. Das sind eine Menge Attacken, die der Drache da macht. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass ich den allen recht gut ausweichen kann. So, schnell, schnell, weiter geht's hier. Schnell die Ranken besiegt. Vielleicht wird dann der Drache angreifbar. Oh, oh. Oh, Mann, da ist nicht viel Platz. Da ist nicht viel Platz. Aber es reicht, um sicher zu stehen. Oh, schnell, ich muss mich ein wenig heilen. Ist noch irgendwo sonst eine Ranke? Ich sehe keine weitere. Oh, jetzt kann ich ihn angreifen, so wie es aussieht. Schnell, 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 schnell. Ah, er ist zwischen den Ästen eingeklemmt, alles klar. Schnell, schnell, so viel Schaden machen, wie irgendwie geht. Los, los, mehr Schaden. Ich weiß nicht, soll ich in den Nahkampf? Oh nein, er ist schon wieder unverwundbar. Oder? Ich sehe es nicht, ich sehe keine Schadenszahlen mehr. Jetzt ist er bestimmt wieder unverwundbar. Ach, das sind schon die nächsten Wurzeln. Das geht wohl immer so weiter. Was hat mich denn jetzt getroffen? Meine Güte.
Au, 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 au. Schnell wieder in den Fernkampf. Das ist im Nahkampf keine gute Idee. Schnell ausweichen. Au. Was macht denn hier so viel Schaden? Ich sehe die roten Schadenskreise aber auch wirklich überhaupt nicht gut. Weil ich hier eben so eine schlechte Färbung habe. Das ist alles in schwarz-weiß gehalten. Und ach, verdammt. Jetzt bin ich in Downstead. Vielleicht kriege ich noch eine Wurzel getötet. Schnell, 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 schnell. Ich darf nicht sterben. Das wäre nicht gut. Och, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, bitte. Nein, das reicht, glaube ich, nicht. Och, nö. Oh, na gut, wir versuchen es nochmal vom Kontrollpunkt aus. Ach so, okay. Das geht gleich weiter hier. Jetzt sind wir halt einmal gestorben. Das ist jetzt recht peinlich, aber ja, ist nun mal so, nicht zu ändern. Und schnell zurück. Ja, das sind diese Wurzeln hier, die mich mit ihren Feldern treffen, weil ich die auf dem Boden nicht so wirklich sehe. Die unterscheiden sich farblich kaum vom Boden in dieser Färbung. So, aber wir haben es geschafft. Wir haben eine weitere Phase überstanden. Von wo greift er denn jetzt an? Respektive, wo ist jetzt sein Kopf eingeklemmt? Ach, wieder an derselben Stelle. Schnell, schnell drauf. Wieder so viel Schaden machen wie möglich. Damit es so wenige Phasen gibt, wie irgendwie möglich. Och nö, jetzt greifen hier auch noch andere Kreaturen mit an. Muss das denn sein? Na klasse, ich denke, ich muss wieder ein Weilchen im Nahkampf verbringen. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja übel. Oh Gott, da werde ich noch eine... Oh, da werde ich noch oft... Das ist ja übel. Da werde ich noch oft wieder beleben müssen. Das ist ja... Wie habe ich denn das mit der Waldläuferin gemacht? Da bin ich nicht gestorben. Naja, gut. Ich kann die Wiedergängerin wohl offenbar einfach nicht so wirklich gut spielen wie die Waldläuferin. Oder es ist halt einfach schwieriger mit einem Char ohne Pet. Das ist natürlich auch immer die Sache. Ja, ich müsste halt auch diesen ganzen Schadensfeldern hier besser ausweichen, aber das ist schwer. Ich sehe hier echt kaum, wo was ist. So, zumindest ist der Mordrem-Wolf jetzt mal erledigt. Ich kann auch diesen Gesamtangriff hier recht gut ausweichen. Naja. Können wir zumindest immer wieder gleich an der Stelle weitermachen, wo wir verblieben sind. Es ist zumindest fair, müssen wir nicht an einem älteren Speicherpunkt weitermachen. Ah, die Phasen werden immer irgendwie kürzer. Ach, meine Güte. Das ist echt nicht gerade lustig. Das macht keinen Spaß, das ist ziemlich stressig. Aber hey, wir wollen ja Herausforderungen. Wir müssen ja auch mal ein bisschen unser Können unter Beweis stellen oder eben unser Nicht-Können. Wohl eher. Naja, was soll's. Nicht unterkriegen lassen, das wird schon irgendwie werden. Ich heil mich mal nochmal, bevor das hier wieder in einen Tod endet. Oh, schnell. So, die letzte Wurzel auch wieder besiegt. Sehr schön, wir können erneut Schaden machen, wenn der Drache denn seinen Kopf wieder eingeklemmt hat. Och, und es greifen wieder andere Kreaturen an, aber ich konzentriere mich jetzt mal so lange auf den Drachen, wie ich hier kann. Ja, ist schon wieder unverwundbar. Kann ich auch wieder auf den Drescher gehen hier. Oh nein, es kommt noch ein Drescher dazu. Als ob das Ganze hier nicht schon so unangenehm genug wäre. Naja, ich habe ganz vergessen, den Vierer immer mal zu verwenden. Der wäre wahrscheinlich auch ganz nützlich. Vor allem gegen die Ranken. Oh, oh. So, den Drescher habe ich jetzt dann auch erledigt. Das ist schon mal was. Jetzt noch die Wurzeln. Die Ranken. Kommen die da überhaupt hoch? Können die sich zwischen den ganzen Ästen hier halten, oder wie? Brauchen die keine Erde? Naja, gut. Wird wohl schon irgendwie so sein. Upp, ausgewichen. Ah, ich muss nochmal... Ach Mist, schon wieder das falsche Fenster. Ich bin hier echt ein wenig unter Zugzwang. Das ist alles nicht ganz so einfach für mich. Oh, oh. Puh, das war knapp. Und schon wieder die falsche Taste. Unfassbar. Boah, jetzt reicht es dann aber auch mit den Schadensfeldern. Meine Güte. Ich kann mich noch nicht mal wieder heilen. Komm schon, ich brauche dich. Puh. Die 4. So. Und, hopp. Sehr schön, rechtzeitig. So. Ach, geschafft. Nächste Phase kann starten. Ich hoffe, es ist die letzte, aber ich befürchte, es kommt noch mindestens eine. Solange es hier noch einfach geht.
Ja, er ist schon wieder unverwundbar. Aber es dürfte die letzte Welle an Gegnern sein, hoffe ich. Och nö, jetzt habe ich zu spät gerollt. Ach so, ein Pech aber auch. Na gut, das war's dann wohl wieder. Da ich noch keinen einzigen Gegner angehauen habe, wird das wohl nicht reichen, hier einen zu töten. Ach, ist das mies, ist das mies. Das hätte ich jetzt echt gedacht, dass das ein wenig besser laufen würde, aber... Pustekuchen, naja gut. Hauptsache, wir schaffen es und es scheint momentan gut auszusehen, dass wir es schaffen können. Ja, nicht sehr elegant, nicht sehr fachgerecht, aber immerhin schaffen wir es. Prügeln wir uns irgendwie durch. Amateurhaft, aber hey! Immerhin mit starkem Willen. Ach, diese Ranken sind aber auch echt nervig. Immer wenn sie sich eingraben, sind sie auch zugleich unverwundbar. Weichen allem aus. So, jetzt aber. Puh, das war aber auch wieder knapp. Ein wenig früh dieses Mal. So, aber die letzte Ranke ist kein Problem. Einzeln sind die Ranken ja echt nicht so ein Problem, aber wenn da mehrere auf einmal kommen, ist es echt sehr unangenehm. So, jetzt dürften wir den Drachen besiegen können. Ich denke nicht, dass noch eine Phase kommt. Ich hoffe es zumindest nicht. Denn langsam wird das echt ein wenig herzschädigend hier schon fast. Oh, geschafft. Sehr schön. Mit einem gewaltigen Hammerschlag haben wir ihn noch erledigen können. Oh, damit hätte Mordremot wohl auch nicht gerechnet, dass dieser Anschlag hier fehlschlägt. Oh, aber wir haben ihn, glaube ich, auch nicht besiegt. Oh, ein Glück. Mutter, wie geht es dir? Bitte, kommt näher. Lebst du noch? Wirst du das schaffen? Bitte, ich muss euch etwas mitteilen. Ich welke dahin. Och nö. Hühnerhaut-Feeling. Eine Vision, die uns da offenbar verliehen wurde. Ich habe den Portalfluss wiederhergestellt. Oh, ein Glück. Mutter, geht es euch gut? Aber ich kann sie hier doch nicht zurücklassen. Helft ihr doch. Schnell, einen Heilkundigen. Sie ist verwundet. Aber doch nur verwundet, nicht wahr? Ich hoffe, sie können sie wieder heilen. Na gut, ich denke, ich muss als nächstes Missionsziel jetzt halt einfach gehen. Ich kann nicht hier bleiben. Ich hoffe, sie können sie retten. So, und nun? Mit all den Leuten hier sprechen. Na gut, na gut. Nehme ich erstmal gleich hier den Char. Der scheint mir hier sehr selbstbewusst und gefasst zu sein. Lass mich raten. Ärger. Wir machen uns auf den Rückweg, sobald diese Sylvari geholfen hat. Sobald wir diesen Sylvari geholfen haben. Oh, gut, da muss man jetzt natürlich sagen, dieser Angriff hat natürlich jetzt auch seinen Vorteil, weil jetzt wissen die Anführer, wie ernst die Situation ist. Jetzt wissen sie, dass sie zusammenhalten müssen, um gegen diese Mordrem vordringen zu können, um was unternehmen zu können. Das hat natürlich schon auch seinen Vorteil. Oh, meine Rüstung wird aussehen. Ach, so oft gestorben, schon etwas peinlich. Aber hey, es war wirklich kein einfacher Kampf für mich persönlich. Andere werden da nur lachen, aber ich bin da nun mal nicht so reaktionsschnell und nicht so übersichtlich. Aber gut, es hat ja geklappt. Wir haben es geschafft und sind nur dreimal gestorben. Ja, super. Das ist sehr fürsorglich von euch, Imperator. Aber was dann? Danach werde ich eine Strategiesitzung mit meinen Tribunen abhalten. Sie müssen hören, was ich heute in Erfahrung gebracht habe. Danach werde ich einen ernennen, der mit den anderen Völkern zusammenarbeitet. Sehr gut, sehr schön. Da hat jetzt wirklich dieser Angriff alle Decken fallen lassen. Die Tarnung Mordremot ist dahin und seine Gefährlichkeit ist jetzt wirklich überall bekannt bei den Anführern. Das hört sich nach einem weisen Plan an. Genau, ich weiß. Jawohl, Imperator, sehr schön. Jenna wird, denke ich, zu einer ähnlichen Einstellung gekommen sein. Offenbar hattet ihr recht, dieser Angriff hat alle meine Zweifel über die Gefährlichkeit von Mordremot zerstreut. Wenn ihr mehr darüber herausfindet, lasst ihr es mich bitte wissen. Gewiss, ich werde so viel Informationen an euch weiterleiten, wie ich kann.
Ja, klar. Mal gucken, was der Asura jetzt dazu zu sagen hat. Da bin ich ja sehr gespannt. Was wollt ihr? Ob der nun auch mal vernünftig geworden ist. Auch wenn ich eure Bemühungen zu schätzen weiß, den Angriff dieser Monstrosität abgewehrt zu haben, bin ich doch darauf bedacht, dieses übermäßig duftende Gewächshaus zu verlassen. Oh Mann. Naja gut, Vernunft sieht anders aus, aber gut. Und meine Kollegen in Ratasum von den neuesten Entwicklungen in Kenntnis zu setzen. Naja, offenbar hat aber auch er erkannt, was da alles im Gange ist und wie gefährlich Modromod ist. Ihr dürft euch nun zurückziehen, verehrtes Ratsmitglied. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. Ja, nicht, dass nochmal ein Angriff droht. Man sieht ja, wozu Modromod fähig ist. Der Wolf wäre stolz auf die Prügel, die wir diesem Drachen verpasst haben. Die ich diesem Drachen verpasst habe, wenn ich bitten darf. Naja gut, ich kann es kaum erwarten, meinen Söhnen davon zu erzählen. Bestimmt werden meine Jungs schon ihre Klingen wetzen, um Modromod zu bekämpfen, bevor ich die Geschichte überhaupt zu Ende erzählt habe. Ja gut, die Noren waren natürlich von Anfang an schon eigentlich die Begeisterten davon, gegen Modromod zu ziehen. Ihr habt gut gekämpft. Ja, das ist allerdings wahr. Sie haben ihre Mordrem ja wirklich sehr stark beschädigt, als ich da dazugestoßen bin. So, mit wem muss ich jetzt noch sprechen? Mit Traherne natürlich. Der hat auch noch seinen Senf dazu zu geben. Och nö, guck an, weitere Silvari, die... Och Mann, wie grausam. Wieder ein Altdrache, der so viel Leid verursacht. Es hat einfach kein Ende. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich bin erpicht darauf, zum Vor der Dreifaltigkeit zurückzukehren und diese Vorbereitungen gegen Modromod fortzuführen. Ja, nach diesem Angriff ist man, denke ich, motivierter denn je. Das hat mich an Faulschreck auf der Klaueninsel erinnert. Armes Löwenstein. Dabei hat in letzter Zeit das Schicksal der Stadt schon hart genug mitgespielt. Oh ja, allerdings, nach Scarlets Angriff kann man das so sagen. Viel zu hart, richtig, das ist der Punkt. Dieser Angriff verrät eine Intelligenz, die nicht zu dem passt, was ich über Altdrachen weiß. Ja, wie jetzt? Meinst du, Modromod handelt intelligenter als Saitan? Ganz eurer Meinung. Der Zeitpunkt war viel zu gut gewählt. Ja, der war wirklich perfekt. Wir brauchen mehr Informationen. Wer wusste alles von der Zusammenkunft? Nur die Anwesenden und jeder, dem sie davon erzählt haben. Also eigentlich nur der engste Kreis der Anführer und ich und meine Gefährten halt. Schon seltsam. Das sind zu viele. Solche Informationen sickern immer durch wie Wasser durch Baumwolle. Das hilft uns nicht weiter. Jemand hat den Schatten des Drachen auf uns angesetzt. Ihr erinnert euch doch noch an die Kreatur aus eurem Traum, oder? Wie könnte ich das jemals vergessen? Ja, das war damals schon ein ziemlich eindrücklicher Anfang unserer Geschichte. Dinge, die wir in unseren Träumen sehen, werden oftmals Wirklichkeit. Eure wilde Jagd könnt ihr den Ruf bereits verspüren? Ach so, er meint jetzt wohl, dass Modromod meine persönliche wilde Jagd ist? Schon eine ganze Weile nicht mehr. Doch jetzt kann ich es fühlen. Ist da ein neuer? Okay, nach Saitan als jetzt der nächste Altdrache, bin ich also dazu auserkoren, alle Altdrachen zu besiegen? Oh meine Güte, das kann ja was werden. Es ist der gleiche. Ihr habt geholfen, Saitan zu vernichten, doch damit ist eure wilde Jagd noch nicht zu Ende. Die nächste Phase hat begonnen. Na gut, man muss ja in seinem Leben was tun, nicht wahr? Dann tüte ich eben Altdrachen, wenn's doch nichts anderes ist. Die Altdrachen, Modromod, genau, das wohl unser Schicksal. Ob wir nun wollen oder nicht. Erzählt euren Kameraden von der Vision. Okay, mache ich das mal. Das war schrecklich. Allerdings. Ich zittere immer noch. Wird die blasse Mutter wieder gesund? Das weiß niemand. Die Silvari sagen, sie haben sie so noch nie gesehen. Der Drache hat sie schwer verwundet. Der Seferiten-Saboteur hatte eine Nachricht dabei, die ein wichtiges Ziel erwähnte. Ein Oberhaupt. Ob das der blasse Baum war? Die Antwort hat er wohl mit ins Grab genommen. Aber dieser Drachendiener hat jeden überzeugt, dass der Gipfel keine Zeitverschwendung war. Das ist der einzige Vorteil davon. Er macht so ein sonderbares Gesicht. Ich bin ja auch dreimal gestorben. Nee, aber ich denke, es geht dabei eher um das, was Traherne uns gesagt hat. So, was will denn Rox weiter zu uns sagen? Oh. Hallöchen. Hallöchen. Was ist da oben vorgefallen? Ja, ich habe gegen einen Drachendiener gekämpft, würde ich mal meinen. Der blasse Baum gewährte mir eine Vision, bevor sie das Bewusstsein verlor. Eine Vision? Was für eine Vision? Ich weiß nicht, da war ein goldenes Licht und überall Kristalle. Seid ihr sicher, dass dieser Altdrache euch nicht einen über den Schädel gezogen hat?
Naja, gut. Kann natürlich auch sein, aber ich denke doch eher, dass meine Version stimmt. Ganz sicher, der blasse Baum hat es mir erzählt. Es hat sich nach einem Aufruf angefühlt. Welcher Aufruf? Wovon hat sie gesprochen? Ich fürchte, ich weiß es nicht. Oh, das ist natürlich schlecht. Das ist schon in Ordnung. Wir werden es herausfinden. Richtig, und das Erste, was wir tun sollten, ist, so viel wie möglich über Drachen herauszufinden. Haben wir das schon nicht bei Seitan getan? Na gut, das ist hier natürlich eine andere Art von Altdrache. Da braucht es neue Informationen. Sagt uns einfach, wie wir helfen können. Cass und Jory, ich möchte, dass ihr euch zur Abtei Dumont begebt. Genau, die werden sicher auch eine Menge herausfinden können. Nachforschungen anzustellen ist mir das Liebste. Wir werden uns sofort auf den Weg machen. Einer von uns beiden wird euch schriftlich unterrichten, sobald wir genug Informationen gesammelt haben. So mag ich doch meine Leute. Die wissen immer sofort, was zu tun ist. Wenn ich es ihnen befehle. Nee, Quatsch. Wenn ich sie darum bitte, sagen wir es mal so. Habt Dank. Tamir, ihr müsst eure eigenen Recherchen betreiben. Aber diskret. Ja, wir wollen keine weiteren neugierigen Ratsmitglieder, die meine Arbeit behindern und stehlen. Ich werde Diskretion walten lassen, Boss. Alle werden glauben, ich würde für die Schule arbeiten. Okay. Naja, Timmy ist klug, die ist gewieft, die wird das schon schaffen. Perfekt. Braham und Rox bleibt bei Timmy, falls sie irgendetwas brauchen sollte. Okay, dann haben wir unser Team also wieder aufgeteilt. Wird das hoffentlich alles so klappen? Alles klar, Boss. Aber was ist mit euch? Was werdet ihr unternehmen? Diese Vision entschlüsseln. Die Zukunft Tyrias hängt davon ab. Oh klar. Na gut, muss ich erstmal herausfinden, wie ich das anstellen will. Sehr aber schön. Kinder. Die Spielzeit ist um. Ihr habt die Probe bestanden. Ihr werdet mit ihnen gehen. Warum? Ihr müsst über die Pläne des Pakts erfahren, was ihr könnt. Aha. Ihr folgt ihnen zu ihrem Aufmarschgebiet. Ich brauche wir kommen Kanach an unsere Seite gestellt, so wie es aussieht. Und ich denke, das könntet ihr sein. Ich werde es euch beweisen. Bis zum Wiedersehen. Okay, dann wird das liebe Paar da hinten getrennt und uns Kanach an die Seite gestellt. Na gut, ein Kämpfer mehr kann nicht schaden, auch wenn es ein Krimineller ist. Naja, der hat sich ja schon rehabilitiert, würde ich mal meinen. Gut, ich nehme die Belohnungen an. Und, oh, das war also das Ende von Kapitel 3 dieses Teils. Wir fangen das nächste an. Aber liebe Leute, das erst in der nächsten Session. Ja, das Ganze ist jetzt schon lange genug. Die Folge ist auch wieder ewig überlang geworden, aber ist es nun mal so, ist ja nichts Schlimmes. Wir lesen uns den Brief erst das nächste Mal durch, starten mit dem nächsten Kapitel auch wirklich erst in der nächsten Session. Ich verlasse hier jetzt noch die Instanz und verabschiede euch dann für die Session hier. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.